Du nimmst jetzt auf. Ja, ich weiß. Ja, siehst du. Ich kann auch nicht so viel reden. Ihr seht es mir vielleicht an. Ich bin erkältet und fühle mich beschissen. Und ich bin wieder dabei. So. Die neue Degusta-Box ist da, deswegen Barney. Es gibt was zu essen. Und er wird heute mehr reden und ich weniger, hoffentlich. Ich versuche es auf jeden Fall. Packen wir das mal aus hier, was wir Schönes haben. Okay. Das wäre jetzt mal eigentlich für mich jetzt, ne? Weil ich ja eigentlich vorlesen müsste. Aber ich reiche dir das mal einfach mal rüber. So. Ich erinnere mich daran, dass ich die Preise vorlesen muss, ne? Ja, natürlich. Oh, lecker. Tortilla Chip von Chio. Full Size. 1,79. Wild Paprika. Mmm. Ich hab mir gerade den auf der Rückseite angeguckt. Ich sag dir nicht, ob da schon einer drin ist. Strahlemann Bio Superriegel. Steht nicht mit drauf. Wieso steht da nicht mit drauf? Steht nicht mit drauf. Da, was ist das denn? Nein, ist auch nicht. Das ist was anderes. Überraschung für uns hier. Fidalis und Kurkuma und Goldleinsamen. Muss gesund sein. Soll ich dann vielleicht essen? Habe ich die schon angesteckt? Ja, ich glaube schon. So, jetzt habe ich hier von Haribo. Hast du die da drauf? Ja, da, ja. Da hast du sie. Entschuldigung. Haro, oder wie wird das gesprochen? Möchtest du das probieren? Nein, noch nicht. Ich mag keinen Lakritz. Ich mag schon Lakritz. Aber jetzt möchte ich momentan keinen Lakritz. Weil da im Backofen unsere Pizza drin ist? Ja, genau. Habe ich schon den Preis gesagt? Ich glaube nicht. 95 Cent. Achso, du hast nicht. So, ja, meine Thunfrischcreme. Follow-Fisch. Witzig. 3,99 €? Ja, Follow-Fisch. Wow, wie viel ist da drin? 115 Gramm. Das, guck mal, das hätten wir auf die Pizza machen können. Oder? Bio-Olive. Zu spät, jetzt ist sie schon im Ofen. 3,99, ist echt krass. Hier sind noch andere Sachen, was ist das hier? Da gibt es zwei von. Wie, was wovon? Achso, davon gibt es zwei. Ich habe schon reingeguckt, aber eher nicht. Achso, ganz kurz noch. Das ist die Box, die wir zugeschickt bekommen, mit allen Sachen, die es gibt. Es kann natürlich sein, wenn hier zum Beispiel zwei verschiedene Geschmacksrichtungen drin sind, dass man als Kunde ein Produkt davon bekommt. Damit wir als Blogger aber alles vorstellen und zeigen können, bekommen wir meistens dann, wenn es zwei gibt, auch beide. Aber nur damit wir es euch zeigen können und nicht aus irgendwelchen doofen anderen Gründen. Ganz, ganz wichtig. Also das ist nur, damit wir es euch zeigen können, was eventuell drin sein kann. Tja, hier habe ich einmal Omis Apfelstrudel. Zum Trinken. Zum Trinken, ja. Zum Trinken, wo ist die? Ach, da. 1,29 €, Fruchtsaft. 330 Milliliter, vegan steht hier drauf. Gibt es bei Müller zu kaufen. So, das war Apfelstrudel. Wenn der nachher kalt ist, probieren wir den, glaube ich mal, oder? Ja, und das ist nochmal die andere Sorte davon. Marillenknödelsaft. Ja. Ja, auch 330 Milliliter. So. Kennt ihr das schon? Habt ihr das schon mal wo gesehen? Schmeckt das? Kann man das trinken? Also ich kenn's nicht. Hier steht auch vegan drauf. Vielleicht liegt's daran, dass ich es nicht kenne. So, was haben wir hier? Das ist von Galo. Risotto. Ja. Hast du schon mal Risotto gemacht? Ich habe schon mal gegessen, aber gemacht habe ich es noch nicht. Ich hab's auch schon mal gegessen. 175 Gramm für 1,99 €. Abgebildet sind hier allerdings auch vier Sorten und hier ist halt eine drin. Und zwar mit Spargel. Hier ist was Süßes von Lind. Orange Milch. Eine zart schmelzende Komposition aus feiner Vollmilchschokolade kombiniert mit fruchtiger Orange. Für 3,99 €. Eine Nusskernmischung. Hast du die da drauf? Ja, 3,99 €. Okay, wie viele Gramm sind hier drin? 200 Gramm.
Nüsse sind gesund, ne? Ja. Ein knackiger Mix aus aromatischen Cashew, Haselnuss und Walnusskern sowie weißen und braunen Mandeln, ergänzt durch Paranüsse. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Also wenn ich das da so schon sehe und am Rand. Also wenn ich das ohne Eklig essen würde, wärst du amused. Von The Boy, klar. Was Süßes wieder? Ich glaube Cereola. Okay. Von Cerealien. Mhm. 150 Gramm sind es. 1,29 Euro. Meine Stimme ist gleich weg, glaube ich. Das ganze restliche Video und Eingeweide drin. Ja, dann musst du mal zur Seite gehen, dann mache ich das mal eben. Oh, hier haben wir Öl, ne? Zack. Gewürzöl. 150 Milliliter. 1,09 Euro. Da war sie kurz weg. Das sieht aus wie Bier. Das ist auch Bier. Das gute Franziskaner Kellerbier. Alkoholfrei Zitrone. Wie teuer? 80 Cent. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Bier so günstig ist. So, hier ist das nächste. Auch gut eingepackt. Ach, vielleicht hätte ich die Schere nehmen sollen. Die ich extra aufgelegt hatte. Ja, auch wieder Franziskaner. Aber das sieht aus wie so ein Weizenbier, oder? Was ist das? Kellerbier. Was ist das? Ach, das ist das Kellerbier. 5,2 Volumen. 0,5 Liter. Auch 80. Ein halber Liter? Ja. Das ist auch ein halber Liter? Nee, nein, das ist 0,33. Ach so. So, dann die nächste Flasche. Achso, ja. Ich sollte vielleicht doch die Schere nehmen. Hier haben wir ein Becks. Was habe ich gesehen? Was steht da? Red? Red Ale. Red Ale. Was ist diese? Kostet 99 Cent übrigens. Was ist Red Ale? Kenne ich nicht. Eine haben wir noch. Oh! Freshernet. Freshernet. Ich weiß nicht, wie eigentlich. Ist das 0,2? Ja, 0,2. 2,49 Euro. Alkoholfrei. Ich glaube, das war's schon. Oh, was ist das hier? Das war's? Ja. Oh. Na, nur noch Verpackung. Wir haben gar nichts probiert heute. Die Leute werden sich beschweren. Da haben wir sie wieder. Ups. So. Wir könnten von den Nüssen welche probieren oder von den Keksen. Wir haben gar nichts probiert. Ja, also ich würde jetzt auch vorschlagen, also auf Nüsse hätte ich jetzt auf jeden Fall Appetit. Ne, die Haribos nicht so, aber oder diese von der Wolke. Wie entscheiden wir uns? Oder möchtest du noch was anderes probieren? Nüsse. Probieren. Nüsse, ja. Versuch dein Glück. Ja, glaube ich. Weil ja heute so mein Glückstag ist. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Ja, gleich. Ja, gleich. Ja. Okay. Aber vielleicht kann man den doch abschneiden. Naja, ich probiere das mal. Walnüsse? Haselnüsse? Ich nehme Walnuss. Ich auch. Schmeckt nach Walnuss. Was ist das? Könnte eine Haselnuss sein. Ich weiß, wäre ich bestimmt fit und gesund, weil ich Nüsse gegessen habe. Also jetzt habe ich aber eigentlich auch nochmal hier drauf Lust. Wie lange haben wir denn noch? Hat denn der Ding schon längst? Guck mal, die Pizza wird schon braun. Ja, aber jetzt probieren wir das hier auch noch. So, möchtest du? Selbstverständlich. Vorne so. Die sind lecker. Dein Fazit zum Inhalt? Ich hätte jetzt gesagt, diesmal sind mehr Getränke dabei, also mehr Flaschen dabei. Ja. Letztes Mal waren mehr Dosen, diesmal ist weniger zum Essen, zum Kochen dabei. Ja. Also ist diesmal finde ich nicht so eine Box, wo man sagen kann, damit kann ich mir ein Menü machen, ein komplettes, da fehlt immer. Bei den Chips ist zum Beispiel kein Dip dabei, bei dem Risotto fehlt auch irgendwie was man noch dazu packen könnte. Also ist nicht so rund, aber trotzdem finde ich die Sachen super interessant. Vor allem diese komischen Säfte hier, da bin ich echt gespannt drauf. Und mein Highlight diesmal, glaube ich,
Aber ich muss erstmal Käse-Dip besorgen. Hey. Du hast Thunfisch hier. Okay. Vielleicht schmeckt das auch damit. Auf Toast vielleicht. Okay. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Und danke ans Degusta-Box-Team fürs Zuschicken.